Ran, auf zum Boss. Wird diese komische, niedliche Echse der Boss sein? Die sieht so freundlich aus. Leicht. Ich will auch so eine. Naja. Ich klaue ihm seine Zeit. Nee, es war sogar ein gehässiges Entschuldigung. Von daher ist es schon okay. So, wo ist der Typ hier hin? Wollte gerade sagen, ist da einer. Ja, die Frage ist, die ich mir jetzt noch stelle. Wir haben einen besseren Hut. Und zwar hier so einen Infanteriehelm. Der ist ordentlich besser. Hat aber weniger Itemfeind. Jetzt ist es bei einem Boss vielleicht auch erstmal egal, wie viel Itemfeind wir haben, weil die wichtigen Sachen, die werden wir doch sowieso bei dem kriegen, oder? Der wartet doch den ganzen Tag auf mich. Ja, das stimmt. Ich bin doch sein einziger Kunde. Wobei, wer weiß, vielleicht hat er irgendwie ein lustiges Hobby und schmiedet sich selbst immer irgendwelchen eigenartigen Shit. Hallo, Mist. Ich kann mich ja mal wieder lebendig machen für mehr HP. Das sieht aus wie dieser komische Baum. Oh nein, ich will lieber gegen die niedliche Echse kämpfen. Andererseits will ich, dass das Viech stirbt und die niedliche Echse rückt noch weiterleben. Seilüberrüstung. Das stimmt in jedem Fall. Dann bin ich für das Monokel. Ah! Hau dir in den Fuß. Geil, dass man hier echt die einzelnen Füße anvisieren kann. Das war ja bei dem ersten Teil immer ein bisschen doof teilweise, wenn die so groß waren, die Gegner. Au! Der frisst aber auch ordentlich Damage, ey. Nein, was mache ich denn? Ich glaube, er brauchte den Arm sowieso nicht mehr. Roll du! Trink den Trank. Au! Trink noch einen Trank. Oh Gott. Nimm den Knife Gem. Jetzt hau ihn in den Fuß. Das war's. Victory achieved. Hässliches Monster. Tot. So läuft der Last Giant Soldier Key. Ja, mit der Seele haben wir wahrscheinlich das Problem, was wir immer haben. Acquire numerous souls or perhaps soul of the surviving giant who was bound below the forest of the giants, the lord of the giants who had brought wreck and ruin to the entire kingdom was said to have been felled by an unknown warrior. His beaten and broken remains were then dragged beneath the stronghold where he was sealed away. Something of great worth. Ja. Wahrscheinlich kann man am Schluss dann auch wieder irgendeine geile Waffe schmieden und das wäre es mir eigentlich wert, das aufzuheben. Ich nehme mal auch nicht an, dass man so wahnsinnig viele Seelen für die Seele jetzt bekommt. Also ich nehme mal an, weiß ich nicht, 5000, 6000? Das ist mir nicht wert, glaube ich.
Na gut, hier wird es nicht weitergehen. Wir haben jetzt den Schlüssel bekommen und können halt drin alle möglichen Türen öffnen. 10k. Ja, trotzdem. Hose ist ja schick. Und so ein Kettenhose. What? It's locked? It's still locked? 6, okay. Siehst du, habe ich sogar richtig geschätzt. Besser geschätzt als du. So, wir gehen erstmal nach oben. Ich will wieder Estus Flask und ich will leveln. Kommt man denn da unten hin, bitte? Oh, das ist auch mit diesem mysteriösen Katzenring zu erreichen. Jetzt komme ich bestimmt darüber. Ah! Ach komm! Okay. So, dann reicht es zumindest nochmal für 3 Level. Der Wilze. Ich guck mal eben, was die Katze so hat. Wert können wir ja immer noch nicht leveln. Wie skillst du denn? Wie ich lustig bin. Aber momentan viel Decks. So ein bisschen wie im ersten Teil auch. Relativ viel Stärke und Decks. Ja, Adept hatte ich halt bei dem Charakter einfach sehr viel drauf. Und ja. Den Wert habe ich nur so gelassen. Der ist einfach schon sehr hoch. Oh, who are you again? Ja, wenn ich das wüsste. No, I'm not serious. Ich bin Joelle. You do have a rather pleasant scent. Das freut mich. The type I'm quite fond of. Ja. Silver Cat Ring. Gar nicht so schlecht für 4.500. Nothing suited you, I presume. Nö. Ach, wir finden schon noch genug Krempel, ich kenne das doch. Bearer of the Ja, ich glaube, denn wir machen uns dann mal wieder menschlich. Vier Levelkörper abraten. Ja, irgendwie die Stats einzeln, jeder für sich ist mir, glaube ich, echt zu schwach. Also wir müssen, um alle, um überall ein bisschen was zu kriegen, müssen wir 3 Level verbraten. Wenn ich stattdessen hier 2 und da 2 mache, habe ich das Gefühl, dass ich direkt ein großes Upgrade kriege. .3 Pois ist echt nicht wenig. Es würde sich generell ein bisschen lohnen, ein bisschen mehr Endurance zu machen, weil auch Stamina sind halt immer 2% ungefähr. Sag lieber nicht Secret. Ich glaube, ich finde die meisten Sachen schon raus. Und selbst wenn ich mich mal ein bisschen verskille und so, ist das, glaube ich, kein... Das ist nicht so schlimm. Weil es schon 30 HP mehr sind.
Ich glaube, ich will mehr Stärke, mehr Dex. Finde ich schon gar nicht schlecht. Zumindest vorerst. Weil hatten wir das nicht bei der Waffe, dass auch die durch Face höher wird? Ja, der Lightning Damage steigt dadurch. Und zwar ein Skillpunkt wird plus 6. Das ist schon echt viel. Das macht echt einen großen Unterschied. Aber ich denke mal, dass wir später eher weniger auf Faith gehen werden. Weil Cast Speed auch ein bisschen höher geht. Naja, ich mach's erstmal so. Achso, ich will mal eben gucken. Reverse Hollowing. Ich glaube, davon benutzen wir mal eins. Das wird nicht reichen, um noch ein Level zu kriegen, ne? Und daher behalte ich die mal erstmal. Ich weiß noch nicht, ob ich Stärke enorm skillen werde, aber ja, hauptsächlich, oder ich habe zumindest nicht vor, Magie zu benutzen. Das heißt, ja, quasi, dass ich diese ganzen physischen Attribute skillen werde. Im ersten Teil war es ja so, dass ich für Damage hauptsächlich Dexterity gebraucht habe. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es hier ist. Das wird sich dann zeigen. Mal gucken, ob wir die Tür jetzt hier oben raus aufkriegen. Ja, wie gesagt, sagt mir sowas mal nicht, sondern das sehe ich dann ja. Und wenn ich mich verskille, ist es auch nicht so schlimm. Brauchen wir halt am Schluss vielleicht ein paar mehr Level. Hand Axe. Meinst du subjektive Meinung? Okay. Ja. Ja, okay. Geh kaputt, du blöder Karren. So, jetzt haben wir noch so eine Truhe. Ich habe bisher noch keinen Mimik gesehen, von daher weiß ich noch nicht so richtig, worauf man hier achten muss. Ich schaue mir einfach mal alle Truhen genau an, aber ich kann irgendwie nichts Verdächtiges erkennen. Laser Shield und Repair Powder. Wir haben noch diese Hand Axe gefunden, die aber auch nicht so geil ist. Hatten wir sonst gerade noch irgendwas gefunden, wo ich denken würde, müsste man sich mal angucken. Nee, ne? Das war alles Mist. Hier wäre jetzt Force Contraption. Stone activating a creation of Pharos the Vagabond. Was a legend who wandered the lands, creating contraptions to help those in sincere and dire need. Also quasi wie so eine Schlüssel, die man über das ganze Land verteilt irgendwie einsetzen kann. Okay. Okay. Really wish to start again. Damit kann man anscheinend irgendwie neu skillen. Ja, theoretisch könnte man ja dann sogar noch umskillen, wenn man wollen würde. Boost Stamina Recovery Speed. Das ist vielleicht gar nicht dumm, sowas noch beim Boss einzusetzen.
Ja, genau, ich habe davon schon einen benutzt. Ich habe das nur nicht so richtig gecheckt, dass ich überhaupt so ein Ding habe und wie genau das jetzt funktioniert. Ich war ein wenig verwundert. Ah! Jetzt hören wir uns gleich. Die Truhe gucke ich mir jetzt auch nochmal genauer an. Argwöhnisch jede Truhe mal angucken. Atmet nix. Keine Zähne. Erstes Flaschen. Ja, sehr cool. Divine Blessing ist ein Spell, nehme ich mal an. Nee. Ja, davon habe ich auch noch so ein paar Dinger, wo ich nicht genau weiß, was es ist, oder? House Key, den haben wir schon eingesetzt. Soldier Key, den haben wir gerade bekommen. Haste the Giants, but now the soldiers are lost and hollowed. They're enfeebled, but not without honor and continue to steadfastly defend their country. Finde ich übrigens sehr cool, dass immer, wenn man hier das Inventar aufmacht, dass das dann so zur Seite switcht, beziehungsweise die Kamera sich genau so dreht, dass man seinen Charakter nebenbei immer noch sehen kann. Das finde ich sehr geil gemacht. Dragon Talon. The deepest reaches of the Black Gulch behind the door locked from the inside. Ich glaube, das ist so ein Ding, was wir haben, weil wir den DLC haben. Kann das sein? Opens the door to a new path from the Shrine of Winter. Ja. Welches Item? Dragon Tail. Ich glaube die drei hier. Aber ich bin auch gerade. Wir haben doch gerade noch so ein Ding gefunden. Was war denn das? Titanite Slab haben wir. Okay, krass. Okay. Ach, Radiant Life Gem ist einfach nur Level Up von Life Gem. Divine Blessing. Ach, dieses Ding. Okay. Das ist cool. So, und diesen Shard, den müssen wir ihr geben, ne? So doof auch dieses Hin- und Herreisen ist, das will ich mal schnell machen. Ja, ja, klar. Also bei dem Let's Play, was ich halt gerade geguckt habe, da wollte der Spieler gar keine Tipps haben von Zuschauern. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass er extrem viel Zeugs verpasst hat, ne? Er hat dieses, dieses Bild nicht gefunden, beziehungsweise die Welt da drin. Und er hat auch die DLCs nicht gefunden. Und das ist dann natürlich ein bisschen schade. Ist das ein Shard, Yufa? Hier, lass mich es sehen. So dass ich dir helfen kann. To see light, to see hope. However faint it might be. Nee, nee, ich hab die nicht gefunden. Die hat man hier am Anfang. Bei Skull of the First Sin muss man sie scheinbar finden. Und, hier hat man sie einfach.
Zumindest, wenn ich die Sachen, die ich gelesen habe, richtig interpretiert habe. Ich versuche mich ja auch nicht zu spoilern. Ich habe nur halt geguckt, was so die Unterschiede sind zwischen dem normalen und Skull of the First Sin. Und ich glaube, eine der Sachen war eben, dass man die DLC-Sachen Skull of the First Sin versteckt hat. Weil man natürlich davon ausgehen kann, dass jeder, der das, das gekauft hat, auch die DLCs hat. Das ist ja da mit drin. Und hier ist es ja unabhängig voneinander. Hier ist es so ein bisschen gemacht wie in Fallout. Da ist es ja auch immer so. What the fuck? Aber wieso habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr Estus Flas? Ich habe dir gerade den Chart gegeben und jetzt müsste ich doch eigentlich 4 haben, oder? Ich hatte vorher immer 3. Oder habe ich das jetzt irgendwie... was falsch gemacht? Oder hatte ich irgendwie aus irgendeinem anderen Grund vorher 3? Ich traue einfach keiner Truhe bei Dark Souls. Die sehen alle friedlich aus. Ring of Restoration und eine Torch. Gradually restores HP. Das ist natürlich ganz geil. Machen meine bisher. Die Frage ist jetzt, was will ich davon ablegen? Vielleicht Magic Defense? Vielleicht ist es schon richtig, den am ehesten abzulegen. Oder lieber Maximum HP. Ach krass, die haben hier ein Gewicht. Okay. Bärerring. Ah, ist wirklich nicht viel, aber wenn ich mir zwischendurch mal einen Kaffee mache, sind wir voll. Wie viel Max-HP macht der andere denn? Das ist eine gute Frage. Ich guck mal, wie viel ich jetzt habe. 1012. Also 60, das ist schon nicht wenig. Ah, 50. Quasi 5%. Ja, ich denke auch. So, aber ansonsten ist hier erstmal soweit nichts. Ich weiß, wir haben noch ganz viele Türen gesehen, die wir nicht aufmachen konnten. Aber wie es immer so ist, wenn man dann schon mal den Schlüssel hat, dann fällt einem keine mehr ein. Das ist auf jeden Fall eine große Tür. Use the symbol of the king. Heißt übersetzt. Du kommst hier nicht rein. Waren hier jetzt... Hier waren auf jeden Fall noch so extrem viele Türen, oder? Wie im Wildsex. Ja, auf jeden Fall. Ich könnte mir natürlich diesen komischen Katzenring kaufen. Geh weg, du!
Okay, die sind auf jeden Fall böse. Item, es blinkt und leuchtet. Ich will es haben. Black Firebomb, die sind irgendwie krass. Da habe ich jetzt auf jeden Fall gesehen im ersten Teil, dass ein paar Speedrunner die benutzen. Weil sie zumindest da ganz extrem sind. Kann man sich da ja als Start-Item irgendwie aussuchen, dass man 10 Stück von denen hat am Anfang. Benutzt so Dinger immer so ungern. Ja, die Hollow-Rüstungsteile, die sind irgendwie alle scheiße. Das habe ich jetzt auch schon gelernt. Forge. Ja, könnte man mal anzünden, den ganzen Bums hier. Ah! Na los, Peaks! Peaks, du Honk! Ah! Aber doch nicht mit dem Schild! Doch nicht so! Denn jetzt hier? Au! Ah! Hau doch noch einmal zu, der ist doch, der hat doch nichts mehr. Nur klopf dich durch. Klopf kaputt, was dich kaputt klopft. Ich würde ja an der Stelle von dem anderen Typen da nicht stehen bleiben, wenn so einer da reinkommt. Ah! Ah! Hab ich denn da jetzt getroffen? Ich nehme mal so einen Estus. Hier oben. Noch zwei so Kloppis. Au! Viermal haut er zu? So ein bisschen flinker wäre ich eigentlich ganz schon noch. Und wie erschrecke ich mich immer, wenn mein YouTube-Spam kommt, vielleicht mache ich ihn auch wieder aus. Ah? So. Also für dieses Item hat es sich gelohnt. Ich hätte gerne, wenn wir uns was wünschen, ordentliche Handschuhe. Cracked Red Eye Orb. Was war das nochmal?
irgendwo dabei? Achso. Warte. Ah, lohnt sich das? Ich glaube, ich nehme lieber wieder die Leiter und keine Experimente. Hui. Oh, hau zu, du! Rums, rums, rums. Bastard Sword. Sehr geil. So eine Schwerter mag ich auch immer total. Dann ist Bastard Sword. Ja, das zimmert natürlich ganz ordentlich rein, macht dafür aber keinen Blitzschaden. Stärker. Okay, wir sind auch noch zu schwach für dieses Schwert. Fände ich aber eigentlich mal ganz geil. Mit der Hellbarde bin ich auch noch so am Überlegen, ob wir die nochmal einsetzen wollen. Da rüber jumpen. Was ist hier in dieser Höhle? In der Höhle ist nichts. Wenn man hier so gegen... Ah, da kommt einer. Dann machen wir jetzt doch weniger Spaß, weniger Unsinn, als ich jetzt vorhatte. Ja! Wollte ich! Und jetzt haut zu! Bei Zelda kann man ja immer so gegen die Bäume rollen, manchmal fällt irgendwas runter. Nee. Ein Schwert, um die Bastarde zu töten. Irgendjemand muss das alles hier mal wieder reparieren. Alles kaputt. Diese Viecher sehen fucking gruselig aus. Giant rests in peace. Aha! Ich hab was entdeckt. It's lit! Ja, macht aber nicht wirklich Sinn, hier irgendwas zu tun, ne? Stimmt, wir sind immer noch voll menschlich unterwegs. Oh, guck mal, der Schatten. Oder Schatten. Oh Gott, ich denke momentan noch nicht wirklich wieder dran, dass ja dann auch alle Gegner wieder da sind. Müsst ihr alle jetzt hier hochkommen? Ah, okay.
Beam Cook Truhen an. Da könnte man auch einen eigenen Stream draus machen. Die Hunter-Ausrüstung, geil. Hunter's Head. Ja, ist erstmal nicht so geil. Halt viel weniger. Leather head with a large brim, traditionally used by bow hunters. Hunting goddess Evlana was no goddess at all, but rather a brave and highly skilled bow huntress. Long after her demise, the passing of lore transformed her into a deity. Okay. Ja, ist halt ziemlich leicht, aber das ist leider auch alles, was es kann. Weil die Leather Gloves geil sind. Ja, die benutzen wir dann, würde ich sagen. Ja, die Hose ist momentan das Einzige, was uns wirklich schützt, was wir anhaben. Das Einzige mit viel Rüstung. Aber sonst weiß ich gerade nicht so richtig, wo lang. Nicht an, dass man das irgendwie aufkriegt. Ja, komisch, dass es hier im Grunde eine Sackgasse ist. Übersehen. Haben wir noch irgendwas gefunden gerade? Das waren die Sachen, die wir vorher schon hatten. Ich glaube, wir haben noch irgendwas sonst gefunden, aber es war nicht so spannend. Halt noch so ein Life-Gem oder irgendwas. Oder noch so eine Seele. So, wir haben den gar nicht benutzt. Ah. War natürlich ein Fehler. Ja, dann einfach erstmal wieder zurückporten. Wir haben ja dann noch, dann setzen wir das ein und wir haben ja noch relativ viele, Türen wahrscheinlich irgendwo, die zu öffnen sind. Ich habe das halt mit dem Schaden einfach nur so weggedrückt, aber ich habe eigentlich angenommen, dass sie sagen, alles klar. Is that a shard you found? Here, let me see it, so that I may help you. To see light, to see hope. However faint it might be. So, muss ich das trotzdem nochmal anwählen, okay. Alles klar. So, und da wir immer noch Items haben, die wir nicht anwählen, nicht benutzen können, weil wir zu wenig Stärke haben. Ich glaube, Stärke werde ich erstmal noch jetzt priorisieren bis auf 20 oder sowas. Und dann können wir uns überlegen, ob wir noch was anderes machen. Ja, und ich weiß jetzt noch nicht so richtig, wo man hier noch lang könnte. Ansonsten könnte man natürlich sich auch erstmal die den anderen Weg angucken.